Ich habe eine Sache, die ich hier in eigener Sache kurz mal loswerden möchte. Der gute Noah Eder hat mir gestern eine private Nachricht geschickt bei Instagram. Ich möchte das ganz kurz mal zitieren. Noah hat mir nämlich Folgendes zukommen lassen. Moinsen, Frage, du reagierst ja oft auf Videos. Ich habe dein Video zum Problem mit dem E-Sports gesehen und stimme dir da in vielen Punkten zu. Mitunter, das war ein Grund, warum ich ein Video zu mir gemacht habe. Indem ich von meiner Kindheit an bis jetzt alles erzähle, wie ich schlussendlich dann im E-Sports gelandet bin. Ich würde mich freuen, wenn du eventuell darauf reagieren würdest, wenn du Zeit hast. Da ich solche Wünsche ja immer mir zu Herzen nehme, gucken wir uns heute das Video an von Noah. Und ich bin sehr gespannt, was Noah uns da zu erzählen hat. Weil das Gute an der ganzen Sache ist, wir könnten das auch für VEM benutzen, weil wir haben dann Hintergrundwissen zu einem Fahrer, der da mitfährt. 10 Minuten, Noah. Let's go. Alter Wuschelkopf. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video will ich mehr den Fokus auf mich als Person legen. Wie hat meine Kindheit ausgesehen? Wie war damals schon der Bezug zum Motorsport da? Und vor allem, wie habe ich... Hat Noah ein Kart an der Wand hängen? Bild? ...ich es dann schlussendlich in den E-Sports geschafft? Das ist eine Frage, die viele von euch da draußen interessiert. Und deswegen starten wir sofort bei meiner Kindheit. Mit 4 bis 5 Jahren durfte ich schon meine ersten Erfahrungen auf der Rennstrecke machen. Damals natürlich noch nicht selber im Kart, sondern ich durfte meinen Papa... Noah, absolute 10 von 10, fühle ich schön so ein bisschen Baggy Pants an, noch ein weißes Unterhemd drunter für den coolen und schmufen Look und dann schön Flipflops, Alter. Fühle ich absolut. Zuschauen, schon mal so die ersten Motorengerüche riechen und das Ganze schon mal abseits der Rennstrecke genießen. Ihr seht schon, der Motorsportbezug kommt nicht von irgendwo, sondern Papa hat damals schon mal sehr viel Kartsport betrieben und dann bin ich da, sag ich mal, so ein bisschen reingewachsen. Mit 7, 8 Jahren, seht ihr schon, war ich todglücklich, nur mal in einem Kart zu sitzen, gar nicht mal zu fahren, sondern nur einfach mal drin zu sitzen. Ich habe schon den Brustprotektor mal anprobiert, die Handschuhe angezogen und mich schon mal so gefühlt, als wäre ich schon mal ein Rennfahrer. Kurze Zeit später war aber der Gedanke Realität und ich durfte tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben auf einer richtigen Rennstrecke Kart fahren. Ihr seht schon, ich war ein bisschen angespannt, ich war ein bisschen nervös, aber natürlich hatte ich ultra Bock und ultra Lust drauf, mich das allererste Mal auf eine richtige Rennstrecke begeben zu dürfen. Die allerersten Tests waren damals auf Rottal-Münster, so heißt die Strecke. Und ich hatte natürlich noch keinen passenden Helm, keinen passenden Anzug, Schuhe, noch gar nichts. Ihr seht, ich bin mit meinen Fußballschuhen aus der Halle gefahren, mit einem Birel-Anzug, obwohl ich ein Tonikart fahre. Und die Handschuhe habe ich auch für 20 Euro oder so irgendwo damals bekommen. Aber ihr seht, schon beim allerersten Test habe ich schon versucht, alles aus dem Kart rauszuholen. Ich habe mich hier schon nach vorne gebeugt, habe versucht zu pushen, was das Zeug gehalten hat. Und es hat natürlich extrem viel Spaß gemacht. Parallel dazu bin ich auch immer wieder ein bisschen Motocross gefahren. Motocross war so meine zweite Liebe. Habe ich immer geliebt zu fahren oder ich wollte immer es vor allem ausprobieren. Aber das habe ich auch relativ schnell wieder gelassen, weil tatsächlich am allerersten Tag zu Weihnachten habe ich ein Motocross bekommen. Und am allerersten Tag bin ich Vollgas hängen geblieben, gegen eine Treppe gefahren und habe mir hier schon das allererste Mal den Arm verstaucht. Deswegen, so schön wie Motocross auch war... Ja, du, so sah unsere Kindheit früher mit allem aus. Erstmal Fußball gespielt, Bein gebrochen. Das erste Mal Inline-Skates gefahren, Hand gebrochen. Das erste Mal irgendwas gemacht, alles gebrochen. Habe ich mich dann schon eher im Kart gesehen. Kurze Zeit nach meinen ersten Kart-Tests standen auch schon die ersten Rennen an. Jetzt auch schon ein bisschen professionellerer Kleidung. Also jetzt hatte ich einen passenden Rennanzug, jetzt hatte ich richtige Kart-Handschuhe und Kart-Schuhe. Und zusammen mit meinem Papa als Mechaniker habe ich Strecken in Italien. Bagger, wie jung ist denn der Vater von Noah? Das ist ja richtig krass. Schön. Die werden noch eine Menge Zeit miteinander. Wie alt ist denn Noah? 18, 19? Wild? Österreich, Deutschland besucht. Bin dort Rennen gefahren, einige Tests gefahren. Natürlich liefen die Rennen am Anfang noch nicht perfekt. Ihr seht, hier zum Beispiel bin ich ein bisschen aus dem Mittelfeld gestartet. Aber die Hauptsache war es erstmal Erfahrung zu sammeln, Spaß zu haben. Und das hat es zu 100% erfüllt. Ihr seht auch schon am Zelt, am LKW, ganz unprofessionell waren wir nicht unterwegs. Vom damaligen Rennteam, wo mein Papa noch dabei war, bin ich dann auch so, sag ich mal, ein bisschen reingerutscht. Und deswegen hatten wir schon sehr, sehr gute Grundvoraussetzungen. Irgendwann wurde ich natürlich auch ein bisschen älter und dann musste auch natürlich ein neues Kart her, ein größeres Kart, ein schnelleres Kart.
und das allererste Bierrennen, das ich auch gefahren habe. Davor bin ich das knallgrüne Tony Kart gefahren und das war jetzt das erste Mal, wo ich in den roten Farben unterwegs war, und zwar im Birel Art. In diesem Team bin ich dann auch lange Zeit geblieben, bin auch dann aus dem Junioren in die KZ-Klasse gekommen und da war dann das erste Mal, wo ich 6-Gang-Schaltegetriebe fahren durfte. Ich kann nur so viel zu sagen, 175... Einfach gefühlt der maximale Höhenboost. Das sieht so aus, als wenn du, als wenn er gestreckt wurde. Weiter von so auf, hallo? Hi. 70 Kilo ungefähr mit Fahrer, mit allem drum und dran. 6-Gang-Schaltergetriebe, um die 50 PS und 125 Kubik. Das Ding ist gegangen wie die Hölle. Es war auch für mich echt schwierig, muss ich sagen. In den allerersten Tests auf Lonato, also in Italien, einer sehr bekannten Rennstrecke, einer sehr, sehr coolen Rennstrecke. Da musste ich erstmal auf die ganze Leistung klarkommen. Und was mich auch ein bisschen gewundert hat, ich dachte immer so, warum ist das Kart so langsam? Tatsächlich hast du einen minimalen Drehzahlbereich, in dem du dich befinden darfst. Darunter und darüber hast du keine Leistung. Das heißt, wenn du immer minimal zu früh schaltest, hast du gar keine Leistung. Und dann war es nämlich, gib Vollgas, es passiert nichts, es passiert nichts. Dann kommst du irgendwann in den Drehzahlbereich und auf einmal drückt es dich so komplett in den Sitz rein. Und du denkst, Alter, was geht jetzt ab? Ihr seht auch, was den LKW angeht, was die ganze Teamgröße angeht. Alles ist viel, viel professioneller geworden. Holy, ich bin immer mehr Rennen mitgefahren, wie zum Beispiel auf Mülsen, wie zum Beispiel in Wackersdorf. Hier sitze ich und analysiere die ganzen Daten. Warum fehlt mir hier und da die letzte Zehntel? Was mache ich vielleicht nicht so ganz perfekt? Was kann ich vielleicht noch ein bisschen verbessern? Nachtrennen sind wir auch mitgefahren. Auch eine ganz neue Erfahrung für mich. Also in der Nacht Kart zu fahren ist auch sehr, sehr wild. Vor allem, wenn dann auf dem Zeitplan draufsteht, 22 Uhr ist das finale Rennen. Da denkst du dir auch so, okay. Und so schön wie das Ganze auch war, so schnell ist das alles wieder abgeflacht, weil dann 2020 Corona vor der Tür stand. Ihr wisst selber am besten wahrscheinlich, wie schlimm das war. Kontaktverbot hier, Lockdown da, die Strecke hat zugemacht, in das Geschäft durfte man nicht mehr gehen. Keine Kartrennen haben mehr stattgefunden, trainieren durfte man natürlich auch nicht. Und somit ist das Kart immer weniger und weniger geworden. Wenn du aber im Motorsport aufwächst, lebenlang Kart gefahren bist, kannst du natürlich nicht von heute auf morgen einfach das Racing sein lassen. Deshalb habe ich mich umgeschaut und dachte, warte mal. Ich habe da noch so ein Lenkrad liegen. Das Lenkrad war zu der Zeit schon uralt, hatte noch nicht mal Force Feedback, aber ich bin damit meine ersten Runden damals noch auf der PlayStation gedreht und habe mir schon gedacht, irgendwie macht es schon Spaß. Kurze Zeit später habe ich mir dann das Logitech G29 geholt, mein erstes Lenkrad mit Force Feedback, und das war dann so der erste Moment, wo ich Simracing so ein Müh näher gekommen bin. Damals natürlich noch alles am Schreibtisch montiert, aber ich habe schon gemerkt, das macht wirklich sehr viel Spaß. Ich würde mich da tatsächlich langfristiger sehen. Nach und nach habe ich... Ist Noah eigentlich das älteste Kind? Ja, ne? Ich glaube, hat er nicht noch einen jüngeren Bruder? War mir nicht so? Ah, da müssen seine Eltern aber echt... Also sein Vater sah ja wirklich sehr jung aus. Das ist immer eine schöne Voraussetzung, wenn man junge Eltern hat. Dann mein Erspartes immer wieder in Simracing investiert. Bock auf so ein Zeug. Habe dann irgendwann die Fanatec CSL Elite geholt mit dem Next Level FGT Rig. Und ihr seht noch einen Mini 16:9 Bildschirm. Irgendwann kam dann das Alu Rig. Irgendwann kamen dann die Load Cell Bremsen. Irgendwann kam dann die Simucube, das Cube Controls Wheel. Somit habe ich mich dann langsam aber sicher immer weiter nach oben gearbeitet und konnte dann irgendwann sicherstellen, dass es nicht mehr an der Hardware liegt, sondern wenn, dann nur noch an mir. Irgendwann ist natürlich auch der PC dazugekommen und dann habe ich mich irgendwann in LFM angemeldet und bin dort ein Rennen nach dem anderen gefahren. Natürlich war das immer nicht ganz einfach, weil es damals noch ein einfaches Hobby war und für dieses Hobby jeden Tag 2 bis 3 Stunden, sagen wir mal, zu investieren, ging natürlich nicht. Trotzdem habe ich alle Zeit, die ich neben der Schule, neben der Freizeit, neben den sozialen Kontakten noch hatte, tatsächlich in Simracing dann reingesteckt. Über Clips wie diesen hier. Eda ist auch schnell. Habe ich mich damals natürlich dann extrem gefreut. Am 2. Juli 2022 habe ich dann den Herr Marco Bischoff höchstpersönlich angeschrieben und dachte mir, warum nicht, was kann ich verlieren? Ich frage ihn einfach mal, ob sie vielleicht noch einen Fahrer im Team suchen würden. Er hat dann gesagt... Und jetzt sind sie Best Buddies, glaube ich. Also zumindest macht es den Eindruck. ...dass sie tatsächlich noch Fahrer suchen. Und so ist es dann alles ins Rollen gekommen und irgendwann schlussendlich war ich dann Biker Krämer. Was Simracing anging, wurde es dann auch alles viel professioneller. Wir waren dann auf der ADAC Sim Expo, sind dort mitgefahren. Ligen wie SAO, World Cup sind wir auch mitgefahren. Also da ging es dann auch immer steiler bergauf. Irgendwann begann das auch dann mit dem Streaming auf Twitch. Und da war dann der erste Punkt erreicht, wo ich... Ich muss mir überlegen, das ist noch nicht mal lange her. Das ist so krass. Junge Menschen
haben so ein, das ist vielleicht ein Jahr Unterschied oder so zu heute. Das ist richtig crazy. Sieht ganz anders aus. Die ersten Euros mit Simracing tatsächlich verdienen konnte. Und das war natürlich für mich damals undenkbar, jemals mit dem Simracing Geld verdienen zu können. Im Juni 2022 war dann das große Major von der ESL, also von Rennsport, in München. München natürlich nicht weit weg von mir, deswegen dachte ich mir, da muss ich hin. Dann habe ich einen Kollegen von mir mitgenommen, den Daniel, und ich bin dann mit ihm zusammen zu dem Major gefahren. War natürlich eine super geile Erfahrung, wir haben viele neue Leute kennengelernt und zum anderen einer der wohl wichtigsten Kontakte in meiner ganzen Simracing-Laufbahn, den Daniel Paulus. Er hat sich vorgestellt und meinte, er ist der Manager von Sprout und dann haben wir mal die Kontaktdaten ausgetauscht und so hat sich dann alles dahingehend entwickelt. Im Oktober 2023 kam dann das große Announcement, ich trete einem wirklichen professionellen E-Sports-Team bei. Was ich mit wirklich und professionell meine, ist, dass Simracing jetzt nicht nur noch ein Hobby ist, sondern es wirklich mein Beruf werden kann. Seit dem Oktober 2023 konnte ich dann das auch hauptberuflich machen. Mache nebenbei auch YouTube, wo ich meine ganzen Rennen streame, regelmäßig Guides oder andere unterhaltsame Videos hochlade. Ich will an dieser Stelle nochmal anmerken, dass ich euch unendlich dankbar bin für euren ganzen Support, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr meine Streams verfolgt. Ist wirklich nicht selbstverständlich. Ich hoffe, ich konnte durch das Video euch einen näheren Einblick in mich als Fahrer, als Person, als Charakter geben und würde mich natürlich extrem über ein Däumchen und ein Abo auf... Habe ich alles noch nicht gemacht, Noah. Mach ich sofort. ...dem Kanal freuen. Vielen lieben Dank, dass du bis hierher geschaut hast. Gerne das Video, das euch YouTube hier jetzt vorschlägt, abchecken und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Haut rein, bis dann und ciao. Schön mit Ö. Ich seh Noah eigentlich noch im richtigen Rennsport-Chat. Ich sehe Noah da noch. Er ist so jung und hat noch so viel Biss, dass ich sehe das noch passieren. Wenn Papi das nicht in Anführungsstrichen schleifen lässt, sehe ich Noah noch im richtigen Rennsport wieder. Schöne Geschichte. Finde ich gut. Sollten mehr Menschen über sich selber machen. Schönes Video, Noah. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Kann man übrigens verwenden, wenn man VEM, weißt du. Also. Übrigens da auch mal großes Lob. Weil wir jetzt gerade hier sind, das erste Rennen von VEM hat Sprout echt gut gemanagt, muss ich sagen. Also mal hingegen von den ganzen, was man sonst so sieht, einfach entspannt mal durchgefahren. Geil. Schön. Ist ein guter Werdegang und finde ich auch cool, dass wir so in die Richtung gehen. Ich hoffe, das machen mehr Fahrer bzw. Teams mal für sich, um sich vorzustellen. Wäre cool.